1 Live. Schröders Netzwerk. Florian Schröder schreibt: Der scheidende rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck hat. Kurt Beck schreibt: Können Sie mal das Maul halten? Ich mach gerade ein Interview. Ja, genau, das meinte ich. Du bist ausgetickt, Kurt. Kurt Beck, gefällt das? Was aber alles in allem vielleicht ein bisschen dumm war. Das war ehrlich, nicht dumm. Aber der Bayer, der dazwischen gequatscht hat... Der war dumm, nicht ehrlich. Im Gegensatz zu mir. Ich bin ehrlich dumm. Edmund Stoiber schreibt... Kurt Bär ist der neue Problembeck. Oder so. Ja, oder so. Es war ja auch noch ein Interview ausgerechnet zum Thema Bürgerbeteiligung, bei dem das passiert ist. Halt's Maul! Ich wollte über Bürgerbeteiligung reden, aber keine haben. Aber ist das nicht Wasser predigen und Wein trinken? Rainer Brüderle schreibt, Wein trinken geht bei mir frühestens um 10 Uhr, also vormittags. Markus Lanz schreibt, wir kommen zu meiner ersten Wette. Kurt Beck wettet, dass er ungewaschen und unrasiert wie immer in ein Benediktinerkloster einbricht und dort ins Gebet hineinruft, Halt's Maul, ich gebe hier gerade ein Interview. Top, die Wette gilt. Schröders Netzwerk. Nur in 1 Live.